Unser künstlerischer Beitrag hier für die Ausstellung Radioaktivität ist tatsächlich eine Radioaktivität, nämlich Radio Vaduz, benannt nach der Hauptstadt Liechtensteins, weil Liechtensteiner Radiogeschichte ein sehr interessanter Ort ist. Genau, wir wollen eben so einen experimentellen Raum öffnen, um kollektiv so eine Radiosendung oder mehrere Sendungen vorzubereiten, die wir live im Sommer senden werden. Von einer Radiostation vor dem Lehmbachhaus. Und das Schöne ist, wir haben ein künstlerisches Kommunikationsmodell. Das heißt, uns geht es gar nicht so sehr darum, möglichst viele Leute, also die Masse zu erreichen mit unserem Sender, sondern ganz im Gegenteil, alle Hörer und Hörerinnen sollen dann hierher kommen, ins Studio sozusagen. Wenn alle im Studio sind, haben wir unser Ziel erreicht.